Hallo! Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Und zwar gehen wir heute zu dem verrückten Labyrinth. Es gibt jetzt ein Escape Room von den mit dem Thema verrücktes Labyrinth. Und wir sind echt gespannt, wie das sein wird. Wir sind hier im Innenhafen. Wir sind hier in Duisburg am Innenhafen und müssen nur noch das finden, wo wir genau hin müssen. Wie, wir müssen das finden? Wir wissen, wo wir hin müssen. Echt? Ich weiß es nicht. Einfach ich weiß es sogar. Einfach da hinten hin. Echt? Aber das ist nicht einfach bei Explorado. Doch, darüber. Echt? Auf jeden Fall ist das ein Escape Room mit Ravensburger von dem Spiel, das wir, glaube ich, alle als Kinder gespielt haben. Und ich bin gespannt, wie viel Brettspiel in diesem Escape Room drin ist. Und es ist ja jetzt unser zweiter Escape Room, wo wir eingeladen wurden, und ja, mal schauen, wie das Ganze wird. Ja. Was hast du für Erwartungen? Also ich finde das richtig cool, wenn das wirklich wie so ein Labyrinth aufgebaut ist. Das heißt nicht einfach nur Escape Room mit verrücktes Labyrinth als Thema, sondern wirklich, dass man ein Labyrinth hat und vielleicht sogar sich was verschiebt. Aber das wäre, ich weiß nicht, ob ich da zu viel erwarte. Ganz interessant war, hier ist noch der Autor von dem verrückten Labyrinth, was er halt erzählt hat, was seine Idee war. Ich glaube, wir haben es aufgenommen, blenden euch das ein, was so seine Idee war, um das verrückte Labyrinth zu machen. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn halt Brettspielautoren oder so erzählen, wieso sie überhaupt das jeweilige Brettspiel gemacht haben. Und bin sehr gespannt, wie der Raum wird. Die werden jetzt eine Führung machen um den Escape Room. Wir werden nicht mitgehen, um uns nicht zu spoilern. Und wir wissen ja, wir werden wieder so ein bisschen was zeigen, aber können selbstverständlich nicht alles von dem Raum zeigen, weil, ja, damit ihr, falls ihr den spielen wollt, auch noch spielen wollt. Was wir halt sagen können, es ist an Familien gerichtet, und werden halt gucken mal, wie schwer es für uns persönlich ist. Ob es jetzt nur schwer ist für Kinder oder auch für Erwachsene. Ich glaube aber nicht, dass es ein einfacher Raum wird. Also ich glaube schon, das sind so seine Clues. Spooky! Die Brettspielgeeks wurden freigelassen in die freie Wildbahn. Ey, das hört sich so dumm an, ne? Gefunden! Der Kickertisch! Wuhu! Fangen wir jetzt hier an und schießen nach den Höhen. Okay, let's go! Nein, Herbert gegen Wally. Oh! Vielleicht gehen wir rein. Wir haben es geschafft. Wir haben ein paar Geschenke gekriegt. Da verrückte Labyrinthe. Labyrinth. Verrückte Labyrinthe. Und dann guck mal, was in meiner Tasche ist. Nein. Nein. Yes, gleich geht's los. Endlich wenn es ganz schlimm wird, rauszukommen, aber. Schreiend. So. Okay, let's go. Spiegel, Spiegel an der Wand. Befindet sich. Erstes Rätsel, wir kommen schon nicht weiter. Nach 45 Minuten. Ja, man hat gesagt, es ist die Bestzeit, das ist cool. Ja, war cool. Also war cool, dass du alles, du durftest alles anfassen, alles war witzig und lustig. Die Eulen waren die besten. ja, ich bin begeistert. Ich denke auch, dass das wirklich gut klappen wird mit Kindern. Weil das sind auch so Rätsel, wo du als Erwachsener, glaube ich, gar nicht so drauf kommst. Und wir mussten da erstmal stehen und denken. Ich glaube, das mit Kindern dann ganz gut. Also ist, glaube ich, tauglicher als der drei Fragezeichen. Weil wo du noch bei drei Fragezeichen vielleicht musst du noch als Erwachsener viel noch mithelfen. Und ich denke, da können die Kinder viel selber machen. Fandst du zu einfach? Nein. Fandst du zu schwer? Nein. War genau richtig.
So, das war der Escape Room, das verrückte Labyrinth. Ja, ich persönlich, wie ist meine Meinung? Mir hat es ehrlich, okay, ich habe es auch gerade erst gespielt, das kann natürlich auch dazu zählen. Ich fand es irgendwie ein bisschen cooler als drei Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Also was? Ich fand es gut. Also ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich denke, es wird wirklich erfolgreich sein. Ich würde jetzt aber nicht sagen, okay, es ist besser als drei Fragezeichen. Es ist besser für Familien auf jeden Fall. Besser für Familien, also, finde ich schon. Aber so von den Rätseln her, das ist halt beides ein Erlebnis. Ja. Deswegen, also drei Fragezeichen fand ich auch voll cool. Und auch das, besonders der Magierraum. Aber hier auch, ich denke, das wird schon viele begeisterte Kinder und auch Familien. Und auch Ältere, also wir hatten ja auch daran Spaß. Ja, wir sind jetzt auch nicht so alt. Ne? Aber wenn ich mit Kindern, sag ich jetzt mal 8, 9 Jahre irgendwo hin will, dann würde ich das auf jeden Fall bevorzugen. Was halt auch hier ganz gut ist, was mich ein bisschen bei drei Fragezeichen gestört hat, ist, dass wenn man irgendwas anfasst im Raum, dass man das nicht anfassen sollte, weil das nur Dekoration war. Und hier ist natürlich wegen Kindern alles so stabil gemacht, dass du alles anfassen kannst. Und drehen. Wir waren jetzt hier in 45 Minuten durch. Bei drei Fragezeichen haben wir fast 60 gebraucht. Also hier ist natürlich einfacher, ne? Ist ja auch klar wegen dem Thema, ist ja auch viel familiärer. Aber ist trotzdem nicht so, dass ich gesagt habe, das war jetzt super easy und hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also wir hatten... War trotzdem ein Erlebnis eben, das ist gut. Okay, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick gekriegt. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo wir unterwegs sind oder so, könnt ihr das Video gerne mit einem Daumen hoch bewerten. Und in dein Gesicht. Und könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal so ein Escape Room machen wollt, ob ihr es hier zu windig findet oder ob ihr das Wetter okay findet. Ciao!